Yo, heute zeige ich dir, wie man mit Text und Expression zusammen etwas baut, was quasi den Text dynamisch verändert. Und zwar nur mit zwei Keyframes. Und das Coole ist, du kannst aus dem Ding auch noch sowas wie eine Loading Bar Animation machen, indem du einfach nur zwei, drei Nodes weglässt. Und weil ich so nett bin, habe ich sogar dir noch einen Mitmach-File unten in der Beschreibung da gelassen. Dann kannst du sofort mitmachen und selbst nachvollziehen, wie was gemeint ist und wie was funktioniert. So, jetzt aber ab nach Resolve. Ich habe euch folgendes Settings-File vorbereitet. Einmal ein Rectangle, was mittels eines Coordinate Space Tool in einen Kreis gebogen wurde. Und einmal zwei Texte. Das eine ist die 50, die nachher unsere Prozent ist und die wir verändern. Und das andere ist das Prozentzeichen, was einfach daneben steht. So, und wenn wir das jetzt mit Expressions bearbeiten wollen, brauchen wir erstmal einen Platzhalter, der das nimmt. Und ich nehme dafür typischerweise eine Dissolve Node, weil die sich immer am besten eignet, weil die von 0 bis 1 zählt. So, und in der Dissolve Node fügen wir jetzt ein Custom Tool hinzu, indem wir mit Rechtsklick oben reinklicken und auf Edit Controls gehen. Dann schreibe ich jetzt hier Zahl rein und klicke die Slider Control an. So, jetzt hat sich daneben noch ein weiterer Tab aufgemacht, wo unsere Zahl drin ist. Und wenn wir jetzt das Ganze mal anpinnen und eine Expression im Text einfügen, indem ich Rechtsklick drücke und dann auf Expression das alles lösche und per PicWhip mir das mit der Zahl verbinde, dann zeigt ihr mir halt die Zahl an, die ich dort eingebe. Und ich kann jetzt hier mit meinem Slider-Control die Zahl ändern. Zählt aber nur bis 1, deswegen gebe ich hinten 100 ein und schon nimmt er die 100 als neuen höchsten Wert an. Und du siehst auch, er rundet jetzt nur noch auf eine Dezimalstelle. So, und da ich das nicht gerundet haben möchte, schreibe ich davor math.floor und setze das Ganze in Klammern und schon rundet er ab. Yay! So, aber wir brauchen noch ein Edit Control und ich nenne das hier Funktion, weil das hier die funktionale Sache der ganzen Expressions sein wird und das wird natürlich auch ein Slider Control. So, jetzt habe ich noch ein zweites, das ich noch verbinden kann und das schreibe ich mal direkt hier rein. Ich pickwhippe mir einfach mal die Funktion in meine Zahl rein, weil ich möchte nachher diese Zahl dynamisch sich verändern lassen und das geht über diese zweite Funktion. Jetzt muss ich noch einen Weg finden, die Zahl in die Funktion zu kriegen. Und das mache ich natürlich auch mit einer Expression. Und diese Funktion wird nämlich Mix, also der Eingang der Dissolve Node, wie du siehst, der übernimmt jetzt die Zahl, diese 0,7 irgendwas, mal meine Zahl, die ich genommen habe. So, jetzt nimmt er natürlich nur die Zahl, das heißt, ich muss jetzt nochmal mein Mix dahinter schreiben. Aber jetzt siehst du, die Funktion wird sowohl von dem Zahlenregler beeinflusst, als auch von dem Dissolve-Regler. Was bedeutet, ich kann jetzt im Nachgang den Dissolve-Regler einfach nur keyframen und schon bewegt sich die Zahl, schon verändert sich die Zahl. Das heißt, ich setze jetzt einen Keyframe bei 0. Und bei, sagen wir, 20 einen Keyframe bei 1. Und schon verändert sich die Zahl dynamisch. Und jetzt kann ich einfach bei Zahl oben etwas anderes eingeben und schon ändert sich die Zahl auf die neue Summe. So, jetzt möchte ich noch rauskriegen, wie ich dieses Center bewegen kann und das mit der Zahl verknüpfe. Dazu klicke ich Rechtsklick auf Expression und nehme hier auch die Funktion rein. Das heißt, ich lösche das, was da steht vor dem Komma und pickwhippe mir die Funktion. So, aber die Funktion zählt ja in großen Werten und deswegen ist mein Center of the Charts, also einfach nicht mehr zu sehen. Das heißt, ich muss diese Funktion ja jetzt auf maximal 1 kriegen. So, und das mache ich einfach, indem ich das Ganze in Klammern setze und durch 100 teile. Anschließend rechne ich noch minus 0,5, weil der Center ist ja immer ein 0,5. Das heißt, die maximale Ausprägung ist hier 0,5. So, und jetzt animiert das ganz einfach von vorne bis hinten. Und das Coole ist, nun zeigt es mir auch coolerweise die Prozentzahl in der Ausprägung des Kreises an. Yo, ich hoffe, du konntest dir aus diesem Video sehr viel mitnehmen, wie du mit Text und Expressions zusammenarbeitest. Und ich wünsche dir viel Spaß beim nächsten Video hier und da. Vergiss nicht zu abonnieren,
wenn du noch viel mehr geile DaVinci Resolve Tutorials haben willst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.